Junge Kickboxer aus den Slums von Bangkok träumen vom Luxusleben. Ihr Nadelöhr zum Ruhm und Reichtum, eine Karriere als Boxchampion. Nur ein paar Blocks entfernt erfüllen sich erfolgreiche Thailänderinnen teure Konsumträume. Ploy Khan hat in den USA studiert und arbeitet als Managerin. Ihre Eltern gehören zur Oberschicht Bangkoks, den Profiteuren des Asienbooms. Thailands junge, ehrgeizige Frauen streben heute ebenso eine berufliche Karriere an wie ihre männlichen Altersgenossen. Die Vormachtstellung der Männer gerät ins Wanken. Jede zweite Frau in der Hauptstadt Bangkok ist unter 30. Sie stellen die neue Wirtschaftskraft Thailands. Der Skytrain ist ein Segen für die Bevölkerung der 10-Millionen-Metropole. Seit 1960 hat sich die Einwohnerzahl verdoppelt. Wachstum ohne Grenzen. Der Ausbau des Skytrain über staatliche Konjunkturprogramme wirkt wie ein Geschenk des Himmels, denn Bangkok droht im Autoverkehr zu ersticken. Fahrradrikschas gehören der Vergangenheit an und selbst die Tuk-Tuks sterben aus. Im automobilen Bangkok mit seinen luxuriösen Einkaufszentren sind junge Frauen wie Ploy Khan aufgewachsen. Die 29-Jährige kommt aus reichem Haus. 29. Draußen begegnet Ploy Khan für einen Augenblick Straßenhändlern, stellvertretend für die riesengroße Mehrheit der ärmeren Bevölkerung. Die Mercedes E-Klasse. Den Luxusschlitten wollen Ploy Khans Eltern ihrer Tochter gern schenken. Die zukünftige Chefin des größten Mercedes-Händlers des Landes möchte ein standesgemäßes Gefährt. Auch das ist Vaterliebe. Bangkok ist ein Magnet für junge Menschen aus ganz Thailand. Mit Singapur, Seoul oder Tokio kann man locker mithalten. Die Luxuswagenhersteller BMW und Mercedes sind die deutschen Bilder. Im Meer der japanischen Automarken tauchen sie dennoch fast unter. Jedes zweite Fahrzeug in Bangkok ist ein Toyota. Denn ein Mercedes kostet wegen der hohen Importzölle und Luxussteuern in Thailand doppelt so viel wie in Deutschland. Die 29-jährige Ploy Khan wohnt noch bei ihren Eltern. Ihr Geburtshaus bietet ausreichend Freiraum und auch genügend Platz für mehrere Hausangestellte. Ploy Khan kocht leidenschaftlich gerne. Nur als Küchenhilfe ist ihre Mutter Yesupa willkommen. Ploy Khans großer Traum, ein eigenes Restaurant in Bangkok eröffnen. Amerikanische Cookies gibt's als Dessert und als Dankeschön an ihre Eltern. Einer anderen Leidenschaft frönen fast alle jungen Thailänderinnen. Telefonieren in jeder Lebenslage. In Thailand existiert ein stärkerer Familienzusammenhalt als in Deutschland. In Bangkok zieht jedoch westlicher Lebensstil ein. Eine gemeinsame Mahlzeit wird seltener. Zusammenhalt unter Nachbarn im Slum. Die Architekturstudentin Ha spricht mit der Leiterin der landesweiten Siedlungsprojekte. 50 Slums wurden in Thailand bisher in Wohngebiete umgebaut. Anstelle der dunklen, beengten Baracke entsteht hier gerade ein geräumiges Steinhaus mit großen Fenstern. Die 24-jährige Ha wendet ihr Uniwissen bereits an. Seit ihrer Geburt lebt sie im Slum, hat es dennoch an die Uni geschafft. Als Tochter kann sie dafür sorgen, dass ihre Eltern doch noch in ein richtiges Haus einziehen. Wie alle neuen Häuser im Slum entsteht es in Nachbarschaftshilfe.
Die angehende Architektin kann die Armut hinter sich lassen und ihren Kindern mal einen gewissen Wohlstand bieten. Elektrisches Licht in jedem Zimmer. H. klopft alles ab auf eventuelle Baumängel. Mögliche Schwachstellen hat sie im Studium gelernt. Noch steht viel Arbeit bevor. Im Slum leben noch über die Hälfte der Menschen in ihren Bretterverschlägen. Haas Eltern hatten vor 40 Jahren zusammen mit anderen jungen Leuten das kleine Stückchen Bangkok illegal besetzt. Sie kamen damals aus dem Nordosten, dem Armenhaus Thailands. Trotz schlechter Wohnverhältnisse im Slum wuchsen die Kinder in einer Gemeinschaft auf. Glück hängt nicht allein vom Wohlstand ab. Den ausufernden Slums versucht der thailändische Staat mit Wohnbauprogrammen Herr zu werden. Die Slumbewohner sind aus ihren alten Holzhütten auf die andere Flussseite in neue Steinhäuser gezogen. Ha erkundigt sich als Projektmitarbeiterin beim Bürgermeister, wie das staatliche Umsiedlungsprojekt gelaufen ist. Die Kinder wachsen in modernen Häusern auf. Allein in Bangkok fehlen noch Häuser für 1,5 Millionen Menschen. Im ganzen Land gibt es 10 Millionen Slumbewohner. Eine Jahrhundertaufgabe. Vorbereitungen für eine Kochsendung im thailändischen Fernsehen. Aufgezeichnet wird jede Woche in einem anderen Bangkoker Restaurant. Zum Fernsehteam gehört auch Ploy Khan. Im Hauptberuf Mercedes-Händlerin, im Nebenberuf TV-Moderatorin. Ähnlichkeiten mit der westlichen High Society sind rein zufällig. Ploy Khan will und kann natürlich mit ihrer wöchentlichen Fernsehsendung nicht den Vormarsch amerikanischer Fastfood-Ketten in Bangkok stoppen. Aber den Fernsehzuschauern möchte die begeisterte Köchin schon erklären, wie gesund die thailändische Küche ist. Für die Automanagerin ist der Ausflug ins Fernsehgeschäft aber nicht mehr als ein Hobby. Ploy Khans Vater, seit 30 Jahren Mercedes-Händler, empfängt einen seiner besten Kunden. Der Geschäftsmann aus Bangkok hat schon mehr als 100 Modelle für seine Familie und die Firma erworben. Die Geschäfte laufen gut. Doch die Boomzeit vor der Asienkrise 97, als 10.000 Benz pro Jahr wie warme Semmeln weggingen, kam nicht wieder. Probesitzen mit der Ehefrau hinten. Vorn sitzt ja der Chauffeur. Wichtigstes Arbeitsgerät bleibt das Telefon. Damit verkaufte Ploy Khans Vater schon Mitte der 70er seine ersten Benz an reiche Toyota-Händler. Der Mercedes-Stern brachte damals wie heute einen enormen Statusgewinn. Ich kann ganz leicht meine Autos verkaufen. Über den Preis muss ich dabei gar nicht reden. Dazu brauchen Sie nur ein Telefon? Ja, dazu brauche ich nur ein Telefon. Welches Auto, welche Farbe, keine Preisabsprachen. Auch der König ist ein guter Kunde. Das Foto vom persönlichen Verkauf ist immer dabei. 10 Jahre ist das her. König Bhumipols Bild hängt zwar in jedem Haus, doch hier gemeinsam mit dem Hausbesitzer. Ploy Khans Vater spielt jeden Samstag Golf, am liebsten mit seiner Ehefrau, Miteigentümerin der Benz-Niederlassung. Gegen die ehemalige Turnierspielerin hat er jedoch keine Chance. Für die kleine Oberschicht sind allein in Bangkok 40 Golfplätze angelegt. Im Raiprok Club kostet nur die Aufnahmegebühr 80.000 Euro. Ein thailändisches Erfolgsrezept beim Golf liegt in Buddhas Lehren.
Denn schon der große Gelehrte hat vorgelebt, wie der Geist den Körper lenkt. Ploy Khans Mutter verkauft neben den neuesten Mercedes-Modellen auch die alten leeren Buddhas. Die Rose existiert nur in unserer menschlichen Vorstellungskraft, wie alles auf dieser Welt. Ein Seminar für Mitarbeiter des Militärs. Der Buddhismus ist in Thailand Staatsreligion. Verlangt wird Bescheidenheit und Meditation. Doch die neue Konsumwelt mit TV, Handy und Internet gibt den alten religiösen Werten weniger Raum. Junge, reiche Frauen wie Ploy Khan sind mit dem Computer groß geworden. Ihre Eltern zählen zur Bangkoker Elite der Superreichen. Die Kinder erhalten die besten Ausbildungen, oft im Ausland. Ploy Khan hat in San Francisco Management studiert. Ihr Ratschlag, wie Thailand die Armut überwinden kann? Erziehung kann helfen. Du musst heutzutage studieren, dann siehst du den Erfolg vielleicht in 20 Jahren. Ja, Erziehung kann Leuten helfen. Ich denke, man sollte einen erfolgreichen Weg für die berufliche Karriere suchen und sich weiterentwickeln. Auf jeden Fall keine Frage von Armut und Reichtum sei, ob man sich sozial engagiert. Wenn du lernst, für dich selbst Verantwortung zu übernehmen, dann kannst du das eines Tages auch für die Menschen in deiner Umgebung tun und genauso für die Gesellschaft. Hoch hinaus wollen die jungen Frauen in Bangkok. Sie stellen rund die Hälfte der thailändischen Arbeitskräfte. Die Rate weiblicher Erwerbstätigkeit zählt zu den höchsten der Welt. Thailands Gesellschaft befindet sich im Umbruch. Neben den dominierenden Männern übernehmen immer mehr Frauen in der Wirtschaft Führungspositionen. Den Frauen hat Thailand den größten Teil seines rasanten Wirtschaftsaufstiegs zu verdanken. In nur zwei Generationen gelang der Sprung vom reinen Agrarland zur Industrienation. Negative Begleiterscheinung? Ein riesiges Wohlstandsgefälle. In Bangkok fällt den Frauen deshalb eine Schlüsselrolle zu. Sie sind in der Lage, über die Metropole hinauszublicken und die ländliche Entwicklung voranzutreiben. Denn Thailand braucht Wohlstand für alle.